die Strecken im Dunkeln. Hand. Geht ins Klo, das ist mir zu weit. Hier drin? Das war sehr nah. War sie hier drin? Da waren Schritte. Ich weiß nicht. Kannst du ins Buch schreiben? Irgendjemand muss sich opfern. Ja, Freiwillige vor. Ich gehe zu hoch. Vielleicht bleibe ich einfach stehen, wenn sie. Dann mache ich ein Foto und.
Das befürchte ich allerdings auch. Am nächsten Hand bringe ich das Buch weiter. Sehen. Ich sehe sie nicht. Da. Kommt von der rechten Seite jetzt. Das ist nicht nett, was du da gerade machst. Das ist kein Geisterfoto. Das ist frech. Ich hab sie doch gesehen. Das zählt nicht als Geisterfoto. Das ist gemein. Da hat dir flackert. War verdammt nah bei mir dran. Die war verdammt nah bei mir dran. Warum laufe ich eigentlich raus? Irgendjemand muss ins Buch gucken. Ah, jetzt Buch liegt irgendwo oben, aber ich kann hier nochmal räuchern. Also unten auf der von uns aus rechten Seite ist sie jedenfalls runter, entlang dann unten gekommen. Micha, falls du mich hörst, ich höre dich gar nicht mehr. Ich höre dich. Vom Geist. Das ist alles ein Sheet. Sagst du so.
Wen hat's erwischt? Hallo? Hallo, hallo. 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 Ich hätte Teamspeak Hallo runtergedreht, deswegen. Achso. Mhm. Aber im Spiel höre ich dich absolut gar nicht. Erst warst du so abgehackt und dann auf einmal. Ja, nee, das hatte Jörg ja auch. Erinnerst du dich? Mhm. Jörg hatte das ja auch irgendwie. Ich mich recht im Sinne. Ja, 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 ja. Oh, sie ist schon wieder im Hand. Ja. Das ist ja alle geht wieder auf, sie ist wieder auf dem Rückweg sozusagen, aber war klar, dass sie mich tötet. Sie war gerade auf dem sie war die ganze Zeit hat sie keine Zellentüren aufgemacht. Und ausgerechnet, aber es kann auch sein, dass sie mich in dem Moment gehört hat. Zur falschen Zeit am falschen Ort, hä? Ja, nee, weil ich war ja unter ihr quasi und dann hat sie mich wahrscheinlich gehört. Also kann sie durch Wände gehen, ja? Nee, nee. Aber sie hat mich gehört wahrscheinlich. Und sie ist dann runtergekommen und hat alle Zellentüren aufgemacht, weil sie da die Stimme gehört hat von mir. Tja. Okay. Aber dich hörst du, oder? Dich höre ich, ja. Klar und deutlich. Hm. Und was hast du erlebt? Wenn jetzt der Fotoapparat... Alles ist nämlich gestorben, aber sonst... Das ist passiert, ne? Wenn jetzt der Fotoapparat drinnen auch nicht geht, dann weiß ich nicht, ob der Rest funktioniert. Aber Jessi? Mhm. Ich werd gleich in die Haie. Ich bin müde. Aber du kannst ja mit denen hoch spielen. Bis zum dann. Machst mit denen noch ein, ich zwei glaub, Ründchen. Wir müssen in zwei Etappen los, ne? Wir schaffen es nicht in einem Rutsch. Ah, das weil das geht ja ganz schön lange, die Tour hier, ne? Eben. Ich habe auch eher gedacht, dass das eine kleinere Runde wird. Also sie kommt von weiter hinten. Also sie spawnt oben. Aha. Ich meine, aus der Zelle würde ich auch flüchten. Also so dreckig wie das Klobecken ist. Na du dumme Nuss, na du dumme Nuss, na du dumme Nuss, na du dumme Nuss, dober Geist, dober Geist. So. Also sie spawnt oben über die Brücke durch, sie spawnt auf der anderen Seite der Brücke. Auf alle Fälle, irgendwie an einer Zelle schräg rechts davon. Ach Mann. Also dem einfach zum Zugucken macht auch Spaß. Mal in einer Leiche in der Zelle guckt. Ich kann ja mal anfangen gucken, wo sie anfängt zu jagen. Jetzt geht sie in eine andere Richtung. Jetzt ist sie an der Brücke gespawnt. Geht sie nach unten? Jetzt geht sie gleich nach unten, ja. Jetzt ist sie an der Treppe. In unsere geht Richtung? Runter. Weiß ich nicht, noch geht sie nicht. Denkst. So, jetzt geht sie links rum. Sie öffnet. Wo ist sie? Jetzt geht sie an der
rechten Seite lang, also quasi. Jetzt geht sie rum, jetzt geht sie wieder zurück. Sie macht aber Zellentüren auf dabei, aber jetzt geht sie wieder zurück. Jetzt ist sie wieder an der Treppe. Jetzt geht sie die Treppe wieder hoch. Geht zur Brücke und verschwunden. Jetzt ist der Hand vorbei. Das ist mutig. Ist vorbei, ich renne. Also sie spawnt, oh, aber es ist schwer zu sagen, wo sie genau spawnt. Also meistens um die Brücke herum halt. Gib mir ein Zeichen. Ein nettes. Gefällt aber ihr dürftet nicht. Auch, wenn ihr runterkommt, also wenn ihr unten seid, warte, da no. ist. Wo spawnt sie? Wo spawnt sie? Wo spawnt sie? What? Jetzt kommt sie von da. Sie ist auf der Brücke. Sie geht die Treppe runter. Sie ist jetzt auf der Treppe. Sie geht Richtung Suddel. Also da, wo Suddel gerade war. Sie ist an der Hälfte des Raums jetzt. Aber sie kommt noch bis hier hin. Ja. Cool, ich kann sogar als Geist außer Atem sein. Oh, das wird knapp. Sie kommt zu euch. Sie kommt rein. Und sie ist weg. Ich glaube, das hätte jetzt gut schief gehen können. Das kannst du sagen, das war extrem knapp. Aber wenn ich jetzt kein Geisterfoto habe, dann weiß du ich kannst, auch nicht. Du kannst so sagen, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Warum ist da kein Geisterfoto? Wollen die mich verarschen? Das eine von unten, die Brücke hoch, da habe ich sie doch schon wieder gesehen. Ich glaub, will ins Buch gucken. Ich glaube, hinten ist Hand. Ja. Ich suche mal das Buch, vielleicht kann ich da ja was entdecken mittlerweile. Was ich zwar nicht glaube. Ihr habt noch genug Zeit, ihr habt noch genug Platz. Ihr geht gerade erst die Treppe runter. Ja. Wir stehen schon in der Dusche an der Wand. Ich guck gerade, wo Suddel das Buch hingelegt hat. Sie macht aber wieder Türen auf. Also, ich will so. Nein, also ich sehe jedenfalls nichts im Buch, aber das hat nichts zu heißen. Wir Geister sehen normalerweise nicht viel in den Büchern. Ich glaube, sie war hier drin, oder? Ja, sie hat mich fast am Hintern gehabt. Es hat schon buck, 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 buck gemacht. Ich habe eigentlich nur auf die Hände gewartet. Der Herzschlag ist geil, ne? Warum ist die Tür geht's denn zu? Klingt weil, immer sie so wohl, nah? Weil sie wohl durch Wände gehen kann. Ich will raus. Nein, nein. Nein, nein. Sie was? Ist was? Nein, nein. Sie ist nicht durch Wände. Ich sterbe. Suddel, komm jetzt. Ich will nur einmal ins Buch gucken. Komm schon. Komm mit mir, dieses Land. Suddel, wir werden alle sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Sie muss das Buch über die Brücke, so ungefähr an der Brücke ungefähr hinlegen. Bei der Brücke in der Mitte sagt Aleph. Pack das mal dahin. Oh, Hand. Oder? Nein. Oder sie hat sich, nee, sie hat sich im Zellblock versteckt, oder? Jetzt. Doch, jetzt ist Hand. Hand. Aber wo kommt sie? Sie kommt aus hinten der Zelle. Oh oh. Suddel, lauf. Suddel hat sich versteckt. Ich glaub, das an Suddel ist sie schon vorbei. Das ist gut. Kleines Versteck von Suddel.
Also, wenn sie über die Brücke geht, rechts die zweite Zelle. Da kommt sie raus. Das. Bleibst du hier, du doofer Geist? Weg, weg, weg! Bleibst du hier, du doofer Geist? Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Bleibst du weg? Bleibst du weg? Weg mit dir! Weg, weg, weg! Gehst du weg? Gehst du weg? Du hast dich nicht hinter den Ohren gewaschen! Ich glaube, sie hat sie. Ja, sie ist tot. Nein. Das sah sehr theatralisch aus. Nein, sie ist nicht. Doch, Suddel ist tot. Verdammt. Hallo. Ja, ich hab gesehen. Jetzt haben wir noch den Poltergeist und das Phantom. Ja, du musst rausfinden, was das ist. Rafa. Was denn? Sachen bestehen hier, sind jetzt auf dir. Also unsere Hoffnungen liegen jetzt auf dir. Dann haben wir den Geist identifiziert. Dann haben wir schon verloren. Also, Suddel, nur damit du siehst, wo ich den Geist. Also, ich musste erstmal eine Zahnpasta-Packung finden. Also, sie spawnt hier, sie spawnt manchmal hier oder hier. Das sind die drei Punkte, an denen sie spawnt. Aber meistens spawnt sie da hinten, also hier, die Ecke, oder hier mitten auf der Brücke. Aber bei meinem Tod, das war so geil. Sie hat vorher nie Türen geöffnet mehr bei der Jagd. Und ausgerechnet in dem Fall hat sie angefangen. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich Rafa auch gerade gesagt, ich hatte unten kurz gesprochen. Ich hatte kurz gesprochen mit Dings. Und dann hat sie mich wahrscheinlich gehört. Tja, jetzt liegen unsere Hoffnungen. Ich sage, es ist ein Phantom. Ja, wir müssen den Beweis haben. Ja, den habe ich. Rafa. Suddel hat gesagt, sie hat ihn fotografiert und er war nicht auf dem Bild. Nein, ich rede gerade mit wir Geister, wir unterhalten uns gerade. Nein, sie hat ihn nicht fotografiert. Sie hat ihn fotografiert, aber er war nicht sichtbar, sagen wir es mal so. Was gibt's denn hier jetzt noch? Räucherstäbchen, Heide Witzka. Ja, super, keine mehr da. Doch, da müsste noch eins unten auf dem Boden liegen. So, wenn du ein Feuerzeug hast. Aber hey, dein Fingerabdruckfoto, Suddel, das ist immerhin ein Sternchenfoto, ne? Jetzt habe ich kein Feuerzeug. Liebe Leute. Kann ich ja genauso gut versuchen, ein Bild von ihm zu machen. Also im Grunde müsstest du das Buch eigentlich nur kurz über die Brücke wuppen. Was möchtest du von Phantom? Mir? Phantom? Weiß ich gar nicht. Könnte sein, dass das Phantom... Na, aber nur, wenn er dir so erscheint. Nicht während des Hans, glaube ich. So, was soll ich jetzt machen? Ja, im Grunde fehlt uns ja entweder Buch oder... Was fehlt uns? Buch oder Dots. Dots haben wir bis jetzt nicht gehabt. Also ich würde sagen, Also ich würde übrigens sagen, es wird das Buch. Wir müssen, oder sie ist hier hinten am Gehen, aber sie ist eigentlich auch nicht sonderlich umtriebig oder so. Oh, Hand. Jetzt kommt sie von da, sag ich doch. Da ist sie. Hey! Tovenus. Aber ich glaube, ich habe sogar gesehen, wie sie dich dann gesehen hat, weil sie ist kurzfristig oben
umgedreht auf der Brücke, um dann nochmal umzudrehen, und dann ist sie direkt in den Stromkasten da, in den Stromdings rein. Wo sie jetzt übrigens auch auf dem Weg hin ist. Ich denke mal, sie hat dich von oben gehört oder gesehen. Jetzt geht sie hier rein. Ja, das macht sie, also den Weg bin ich mit ihr jetzt schon ein paar Mal gegangen. Also sie ist doch nicht sehr einfallsreich. Das mit dem Wachhäuschen da, mit dem Strom, das war neu. Dass sie da rein ist. Ja, also Hand ist vorbei. Ach, jetzt weiß ich, was er gesagt hat hier, was er meinte mit man sieht nicht, Suddel. Ich weiß, was er meinte mit in seiner Sache, dass man den Dots nicht sieht als Geist. Wenn du hier, guck mal, wenn du hier in das Dings guckst, siehst du die Kamera, siehst du das kleine Display. Und da konnte ein Geist wahrscheinlich den Dots sehen. Wenn du hier mal guckst. Und das haben sie ausgemacht. Das hat er jetzt deaktiviert, dass man das kann. Doch, ich glaube, ich will jetzt doch mal ins Bett gehen. Ja, dann schlaf mal. Dann schlaf mal gut. Jo, Hefti. Jessi. Ja, sie ist, aber das dauert zu lange. Wir sind jetzt schon über, seitdem sie ist, sind wir jetzt schon über eine Stunde dabei. User disconnected from your channel. So, das Buch und das Buch jetzt rüber. Und leg das mal hier so hin, bei der 13 ungefähr. Er kommt. Er hat noch gute Chancen. Lauf. Also falls du dich noch nicht denkst, lauf einfach. Lauf, 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 lauf dann. Wenn du noch draußen bist. Lauf einfach. Geist ist noch nicht hinter dir her. Sie geht jetzt gerade die Treppe runter. Jetzt geht sie wieder zurück. Geht sie oben lang. Jetzt geht sie wieder über die Brücke. Jetzt müsste der Hand vorbei sein, ne? Nee. Nee, sie geht oben lang. Also du bist da, wo du jetzt bist, bist du sicher. Würde ich sagen. So, da bist du sicher, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir gleich, jetzt musst du gleich nur noch mal gucken, ob sie ins Buch geschrieben hat, weil wir Geister können nicht im Buch gucken, glaube ich. Ich glaube, das hat er auch deaktiviert. Das war schon relativ früh, dass er das deaktiviert hat. Können wir eigentlich noch ins Buch gucken, so? Nee, ne? Das war ja diese Sache, dass wir das Geschriebene dann nicht sehen konnten, oder? Wir müssten es, wenn dann, aber ihr habt es gehört neulich, ne? Ich frage mich halt. Ist ganz abgehackt. Also, ich habe das Gefühl, die Server sind von Phasmo sind im Augenblick sehr. Warte mal, ich hol dich mal ins TS. Du klingst, als ob du mit deiner Wohnung durch einen Tunnel fährst. Wenn da ein Idiot hinter mir steht und macht, klingt das so. Ach, ist er wieder da. Ach, ist er wieder da. Aber du kannst ruhig im TS sprechen. Ich höre dich über das Spiel kaum. Du klingst, echt? Als ob du durch okay. Du klingst, als ob du durch einen Tunnel fährst. Ich habe das Gefühl, als wenn der Server
von Phasma so ein bisschen buggy ist, also dass sie vielleicht ein bisschen überlastet sind. Ich höre dich doppelt. Ja. Lustig ist, dass man auch als Geist außer Atem sein kann. Deswegen versuche ich vor dir wegzulaufen, wegen doppelt. Wo bist du jetzt eigentlich, Rafa? Draußen, im LKW. Okay. Naja, sagen wir es mal so. Dots, würde ich sagen, ist es nicht. Den hätten wir gesehen. Es bleibt eigentlich nur der Poltergeist, würde ich sagen, oder? Aber der schmeißt nichts. Aber, ja. Oder der Dots, aber er bewegt sich auch nicht großartig. Also rein theoretisch könnte man auch den Dots irgendwie gucken, also dass man den auf die andere Seite bringt. Aber das wird Rafa nicht überleben. Glaube ich. Ich glaube, das wird Rafa nicht überleben. Ich hab's gehört. Ne? Deshalb die Frage, Buch hat er noch nicht reingeschrieben, Dots haben wir auch nicht. Was ist wahrscheinlicher? Ich denke halt sagen, nur ans Phantom wegen der Sanity am Anfang. Okay, stimmt, er zieht eine ganze. Obwohl wir waren eine ganze Zeit lang im Dunkeln unterwegs, vergiss das nicht. Ja. Ich weiß nicht, kann beides sein. Ja, es könnte doch von mir aus können wir raten, weil das ist ja echt knackig. Obwohl du hast was natürlich für sich mit Dots-Projektor, ne? Also dass man die Dots nicht sieht. Also das ist, beziehungsweise dass er die Sanity zieht, sobald du ihn anguckst, ne? Das könnte es natürlich auch sein. Aber er ist sehr aktiv in Sachen, dass er Türen öffnet und so. Das spricht wieder für den Poltergeist. Stimmt. Hm? Ich bin für Poltergeist. Ich schließe mich der Mehrheit an. Ja. Also bleiben wir beim Poltergeist, ne? Mhm. Gut, dann fahr mal los. Irgendwie wäre es geil, wenn man noch so eine Animation sagt, wo man so hinterher gezogen wird von dem LKW irgendwie als Geist. Na, schauen wir mal. Es war ein Poltergeist! Sehr schön. Welcome back. Oh, wer hat den jetzt verloren hier? Eigentlich habe ich noch genug Sachen. Kameras könnte ich noch machen. Das will ich doch gar nicht. Samstagzeit im Dunkeln 58 Minuten und im Licht nur 15. So, dann würde ich sagen, was.